Hallo da draußen, in diesem Video wird es also darum gehen, einen Prozessor bei einem Desktop-PC zu wechseln. Und wie immer, kurz bevor wir mit Hardware arbeiten, erden wir uns hier schnell an einem nicht isolierten Teil der Heizung. Ist das geschehen, können wir jetzt auch schon zu dem eigentlichen Ort des Geschehens kommen. Gut, hier sind wir jetzt also an unserem ersten Mainboard. Das ist jetzt das ältere von zwei, denn wir machen das jetzt an zwei, einem älteren und einem neueren Mainboard, einfach weil da die Befestigung etwas unterschiedlich sind. Wenn wir den Prozessor suchen, können wir eigentlich nach dem größten Lüfter mit dem größten Kühlkörper Ausschau halten. In diesem Fall ist der hier. Den Lüfter haben wir jetzt schon mal abgebaut und haben jetzt nur noch hier dieses Kühlgerippe. Und das müssen wir jetzt abkriegen, denn darunter liegt dann der Prozessor. In diesem Fall ist das hier relativ unpraktisch befestigt. Wir haben also hier, wenn ihr das seht, so eine Befestigung, wo so eine Art Metallklemme an so einem Plastikknopsel befestigt ist. Und in diesem Fall müssen wir mit einem kleinen Schraubenzieher hier in diese kleine Rille rein, können die dann nach unten drücken und dann, indem ich den Schraubenzieher wie eine Art Hebel benutze, das hier so raushebeln und dann springt das auch schon ab. Auf der anderen Seite sehen wir, dass da ein sehr ähnlicher Befestigungsmechanismus dran ist. Da muss ich jetzt aber nichts mehr machen, da das jetzt schon locker ist, geht das mehr oder weniger automatisch ab. Und dann können wir hier den gesamten Kühlkörper abheben. Hier drunter sehen wir jetzt also den Prozessor, den wir wechseln wollen. Das ist hier diese gesamte grüne Platte. Das graue Zeug, was ihr hier drauf seht und auch hier an dem Kühlkörper seht, das ist die sogenannte Wärmeleitpaste. Die sollte immer mitgeliefert werden, wenn ihr einen neuen Prozessor kauft. Und die müsst ihr dann also auch wechseln. Also hier in diesem Fall die alte wegmachen und neue drauf machen und auch neue auf dem Prozessor und dann möglichst gleichmäßig verteilen. Das lege ich hier mal beiseite und jetzt kümmern wir uns darum, im Endeffekt den wirklichen Prozessor auszubauen. Dafür haben wir hier so einen kleinen, unscheinbaren braunen Plastikhebel. Den ziehe ich jetzt leicht hier nach rechts, um ihn zu öffnen und dann springt er hier schon so ein bisschen nach oben. Und da muss ich jetzt nur noch ein bisschen dran ziehen. Der sieht zwar sehr filigran aus, aber manchmal muss man da schon ein bisschen fester dran ziehen und dann kann ich hier mit ein bisschen Geschick ganz vorsichtig den Prozessor abheben und habe ihn jetzt hier in der Hand. Den können wir uns mal von beiden Seiten angucken. Hier sehen wir auch die kleinen goldenen Pins, die in diese Löcher hier perfekt reinpassen. So, und das, wenn wir jetzt einen anderen Prozessor hätten, ich nehme jetzt einfach wieder den alten, ist auch das Einzige, worauf wir achten müssen erst einmal. Nämlich, dass die Pins perfekt passen. Dieser kleine goldene Pfeil, den wir hier sehen, muss jetzt also nach unten links. Wir sehen auch, dass hier so einer dieser Pins fehlt im Vergleich zu so einer Ecke. Das heißt, wir können ihn hier ganz vorsichtig wieder drauflegen. Und dann dürfte der, wenn wir ein bisschen gucken, auch direkt in sein Loch fallen. Gut ist er da befestigt. Drücken wir also den Hebel wieder runter. Und dann rastet der hier ein. Gut, jetzt widmen wir uns also wieder dem Kühlkörper. Hier sehen wir jetzt also die erste Stelle, die wir arretieren müssen, in diesem Fall an diesem kleinen Plastikknopsel hier. Und wie gesagt, die Befestigung ist etwas unpraktisch, aber das werden wir schon hinkriegen. Wir legen das also ganz vorsichtig da drauf und so. Wir sehen jetzt hier, dass der kleine Haken den Knopsel jetzt gefangen hat, sag ich mal. Ups. Und jetzt können wir das schön gerade da drauf legen und dann gucken, ob wir die Befestigung festkriegen. Dafür drücken wir die jetzt ganz vorsichtig runter, hebeln die ein bisschen zur Seite, gucken mal, ob wir mit dem Kühlkörper noch ein bisschen nachkommen können. Und dann kriegen wir die prima wieder befestigt. Und jetzt hätten wir im Grunde genommen schon unseren Prozessor gewechselt. Wie gesagt, hier müsste jetzt noch der Kühler wieder draufkommen, aber das machen wir in diesem Fall nicht. Kommen wir jetzt also zu einem etwas moderneren Mainboard mit logischerweise dann auch einem etwas moderneren Sockel für den Prozessor. Dieses Mal von Intel, der eben war von AMD. Hier sind jetzt also schon Kühlkörper und Lüfter entfernt. Das war aber beides ziemlich simpel, deshalb haben wir das jetzt hier gerade nicht gezeigt. Und wir haben jetzt hier nur noch die Befestigung für den Prozessor. Wir sehen, die sieht schon mal mehr oder weniger, naja gut, sie sieht vollkommen anders aus, aber sie funktioniert ziemlich genau gleich. Wir haben hier wieder so einen dieser Hebel, die wir kurz nach unten und zur Seite drücken. Und dann springt er schon von alleine raus. Wir können ihn hier zur Seite legen.
Dann können wir hier so eine Klappe öffnen und kommen schon direkt an unseren Prozessor dran. Ist der rausgehoben, finden wir dieses Mal keine Pins, nicht wie bei unserem älteren Prozessor, den wir eben hatten, sondern wir finden die Pins mehr oder weniger hier. Richtige Löcher finden wir hier nicht. Aber wir haben eben wieder diese kleine goldene Ecke, die wir dahin bringen, wo ein Pin fehlt. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf dem Video. Da fehlt einer. Und dann können wir den Prozessor auch wieder reinlegen. Ganz vorsichtig. In diesem Fall ganz praktisch ist, dass hier auch noch so ein kleines Löchlein ist, was da dann gut reinpasst. Der Prozessor ist jetzt wieder hineingelegt. Wir können die Klappe wieder schließen. Und dann den Hebel runterdrücken. Einrasten lassen und wir sind fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns doch. Ich hoffe, wir konnten helfen. Ansonsten bis zum nächsten Video von Orange & Black.